Hallo ihr Lieben, wieso verblockt man Zahnkronen? Das ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme und gerade eben im Forum schreibt mir ein User und deswegen ein schnelles Video von zu Hause. Wieso man Zahnkronen verblocken sollte, ist ganz einfach, wenn man zu wenig Retention hat. Das heißt, ich nehme jetzt diese Zündholzschachtel und sage, das hier, dieser kleine obere Anteil hier, das ist mein Zahnstumpf. Und wenn der nur noch sehr klein ist und die Retention also für diese Zahnkrone sehr gering ist und ich keine Möglichkeit habe, einen Stiftaufbau zu machen, zum Beispiel, weil der Zahn nicht wurzelbehandelt ist, dann kann eine Verblockung mit einem anderen Zahn, also dass man zwei Zahnkronen miteinander verblockt, sinnvoll sein. Sinnvoll kann es auch sein bei bestimmten Menschen, wenn sie zum Beispiel extrem pressen und knirschen. Das heißt, man macht diese Verblockung aus Stabilitätsgründen. Das wäre laut Lehrbuch. Zu 99% werden aber die Zähne deswegen verblockt, nicht weil es für den Patienten sinnvoll ist, weil meistens braucht man überhaupt keine Verblockung. Wir verblocken sehr, sehr selten Zähne. Also ich würde sagen, von 100 Zahnkronen werden vielleicht 1-2% verblockt. Aber, weil es eben einen Sinn macht, aber wieso macht man es eigentlich immer häufiger oder sehr häufig und redet dann dem Patienten ein, du, das ist wegen Stabilitätsgründen, weil es für einen Zahnarzt und für einen Zahntechniker einfacher ist. Wie ist das gemeint? Der Zahn, wir nehmen uns wieder unsere Zündholzschachtel, der Zahn hat ja normalerweise 5 Seiten. 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn ich nun diese Zahnkrone aus Keramik herstelle, dann muss ich alle 5 Seiten modellieren. Ich muss mich mit den Kontaktpunkten beschäftigen. Ich muss schauen, dass das schön hineingeht. Das bedeutet einen Mehraufwand für den Zahntechniker. Wenn ich hingegen die Zahnkronen verblocke, wenn also der Patient auf der einen Seite mehrere Zahnkronen bekommt und ich verblocke diese, ich verbinde diese, dann erspare ich mir die Modellation immer von 2 Zahnkronenseiten. Das heißt, es ist einfacher in der Produktion. Zudem ist es auch einfacher beim Einsetzen, beim Zementieren. Ich muss nicht so sehr mich mit den Kontaktpunkten beschäftigen. Ich muss also nicht so viel herumpopeln. Und genau deswegen werden Zahnkronen meistens verblockt. Nicht im Sinne des Patienten, sondern weil es für einen Arzt einfacher ist. Und für den Patienten hat es häufig Nachteile, weil er dann drunter schwerer putzen kann. Es kommt leichter zu Zahnfleischentzündungen und das kann dann eben weitere Probleme bis hin zu einer Parodontitis führen. Das heißt, Zahnkronen sollten nicht verblockt werden. Ein späteres Durchtrennen ist eigentlich nicht mehr möglich, weil wenn die Krone fix zementiert ist und ich trenne das durch, dann schaffe ich ja dort keinen Kontaktpunkt. Die Zähne wandern dann zwar eventuell weiter zusammen und die Zahnkronen berühren sich dann irgendwann wieder, aber durch dieses Zusammenwandern stimmt ja dann häufig der Biss nicht. Das heißt, am besten sich einen Zahnarzt suchen, der euch das mit Liebe macht und die Zähne so wiederherstellt, wie es irgendwann einmal war. Denn die Zahnkrone ist ja nichts anderes als der Ersatz für verloren gegangenen Schmelz und es hat einen Sinn, wieso die Zähne einzeln angelegt wurden. Ich hoffe, das Video hat euch ein wenig helfen können. In diesem Sinne, alles Liebe!